wissen, dass die Wahrscheinlichkeit außerordentlich hoch ist. Das können auch Sie nicht verneinen. Das tut mir leid, da sind Sie sehr einsam. Wir wissen, dass man die müsste den Herrn natürlich hier haben ja. und ihn selbst dazu hören. Ich habe mit ihm doch mal den Herrn Utter, der hat nämlich eben auch mit dem Kopf genickt und hat gesagt, das stimmt so nicht. Also ich habe auch mit einem Astronauten gesprochen, ja. Konrad. Ja, Konrad, ja. Konrad hat gesehen, diese Lichtgestalt. Nein, er hat sie wirklich gesehen in Gestalt, nicht in Licht, ja. Und hat mir das geschildert, und zwar auf dem Mond hat er sie gesehen, ja. Und deshalb bin ich also nicht so ganz Ihrer Meinung, nein, Herr Professor. Kann man auch nicht. Es muss was da sein. Es muss was da sein, hat Herr Utter gesagt. Und er hat gesagt, es war was da, nämlich auf meiner Veranda in Sizilien. Und er hat das Ding fotografiert, Giuseppe Luzifora, und er erzählt uns gleich davon. Bleiben Sie dran. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie aus einer langweiligen deutschen Kaffeemaschine eine rassige italienische Espressomaschine machen können.